Und hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Supreme Commander Sparkle Sparkle. Und heute gehen wir den ersten Teil der Aeon-Kampagne an, denn im letzten Teil, gestern, haben wir die Operation Steinmauer erfolgreich beendet. Wollen wir mal schauen, was die Aeons so parat halten und ob die tatsächlich so böse und wahnsinnig sind, wie die UEF sie immer beschuldigt haben. Na denn. Leicht wie immer und dann wollen wir mal das Intro ansehen. Ich kann nichts sehen. Mein Weg war einst klar, aber jetzt ist er vernebelt. Es ist, als ob etwas, ein Ding, ein Wesen, mir die Sicht versperrt. Ich habe mich oft gefragt, warum die Seraphim uns mit diesen Gaben gesegnet haben. Der Weg war dazu gedacht, die Menschheit zu retten. Aber es hat schon mehr. Die UEF ist dem Kollaps nahe. Die Sirens haben keine Chance gegen uns. Der Sieg ist greifbar nah. Doch ich spüre eine große Gefahr. Welchen Preis müssen wir für den Triumph bezahlen? Prinzessin? Der Avatar des Krieges Markson stiftet wieder einmal Unfrieden. Er verlangt absolute Loyalität von denen, die ihm dienen. Er versucht, sie zu verdrängen, Prinzessin. Er gibt ihnen die Rolle einer geistlichen Anführerin, die nicht länger geeignet ist, die Aeon Erleuchteten zu führen. Wir müssen die UEF besiegen, bevor Markson uns die Kontrolle entreißen kann. Falls Markson siegreich sein sollte, wird das zu Tod und Verderben führen. Sie müssen die Erleuchteten zum Sieg führen. Ich werde einen Champion brauchen. Es wird einer kommen. Sie müssen dem Schicksal vertrauen. Also ein weiblicher Champion. Hallo Ritter, ich bin Avatar Markson. Sie werden mir berichten, und zwar ausschließlich mir. Die Prinzessin hat immer noch das Kommando über das Militär, Markson. Es wäre klug von Ihnen, sich daran zu erinnern. Maßen Sie sich nicht an, mir einen Vortrag zu halten, Gutachter Toth. Wir stehen dank meiner Taten kurz vor dem Sieg. Ich bin das Militär der Aeon. Das ist Rigel, eine dünn besiedelte Welt der UEF. Ihre Aufgabe lautet, Kreuzritterin Risa zu unterstützen. Sie beschäftigt die UEF an mehreren Fronten. Sie wird ihre Leistung bewerten. Denken Sie daran, Ritter. Unsere wichtigste Mission ist es, den Weg in der Menschheit zu verbreiten. Das ist meine Berufung. Der Weg bringt den Frieden. Es gibt nur eine Sache, die Frieden bringt. Die komplette und vollständige Zerstörung der Sirens und der UEF. Kreuzritterin Risa erwartet Sie, Ritter. Sie starten augenblicklich. Na gut, die UEF hat zumindest in Hinsicht vom Markson recht gehabt. Der Typ ist wahnsinnig. Aber der Commander schaut 10-mal besser aus. Viel besser aus als der von den UEF. Full stop. Na, dann wollen wir mal. Blauer Hintergrund? Das sind doch keine UEF-Commander. Grüner Hintergrund, bitte. Egal. Uff, nee. Schön draußen. Oh, bisschen Schnee im Spiel mehr. Ich habe keine Zeit, Ihre Hand zu halten, Ritter. Bauen Sie Energiegeneratoren und Masseextraktoren. Die Extraktoren können nur über Massevorkommen errichtet werden. Risa Ende. Alles klar. Aber da werden wir von alleine nie drauf kommen. Gut, dass es mal erwähnt hat.
So, schaut eigentlich ganz nett aus. Die große Karte, die wir da haben. Pläne heruntergeladen. So, Energiegeneratoren. 3 sollten wir mindestens bauen. Dann Fabrik, Fabrik, Fabrik. Wir klammern die hin. Oder ab. Gespannt, ob es bei der Partie schon eine Massenspeicher gibt. Ach, das wäre ganz ätzend. Nur Tech 1. Aber was soll man machen? Mal ein bisschen beschleunigen da die ganze Partie. Bauen Sie eine Marinefabrik. Sie muss sich im Wasser befinden. Ansonsten lässt Ihre gepanzerte Kommandoeinheit den Bau nicht zu. Lisa Ende. Pläne heruntergeladen. Nee, echt jetzt? Ich muss eine Marinefabrik im Wasser bauen? What kind of madness is this? Also, bis jetzt eigentlich nur Captain Obvious Aktionen, aber okay. Das ist immerhin die erste Mission. Also soll's. Commander Tiger da mal rüber. Boah, der Commander schaut sehr cool aus, schaut in der Render-Sequenz, muss ich sagen. Also wirklich gut. 7 Masse haben wir, 10 verbrauchen wir. Die Wasser verärgert. So. Die UEF hat Luftpatrouillen in dem Gebiet. Bauen Sie ein paar leichte Angriffsboote. Sie verfügen über Luftabwehrfähigkeiten. Sobald Sie über eine kleine Flotte verfügen, greifen Sie die UEF-Patrouillen an. Pläne heruntergeladen. Okay, wie viel sollen wir bauen? 3, wir bauen 5. Ah, schau, die Karte ist größer geworden. Sehr gut. Und mein Commander ja mal was zum Tun. Damit die ganzen Massevorkommen einnehmen. Boah, das ist eine massive Insel, was Wasser angeht. Dieser Meer ist genial. So, da haben wir einen Technikus. Was haben wir da? Radarsystem können wir aufstellen. Energiegenerator, Sonarsystem können wir dann bauen. Ja, auch gut. Ich glaube, wir werden noch mehr Energie brauchen. So, dann knabbern wir mal so nah hin. Und weil es dort so schön ist, brauchen wir noch mehr Energie auch noch. Der Commander macht es dann fertig. Wir brauchen mehr Energie. Was machen wir da am Absagen? An Energiewürfel. Okay, wir haben ein Radar und ein Sonar. Soweit einmal ganz gut. Wir haben dann schon Schiffe gebaut, sehr gut. Abwehrgeschütze oder sowas können wir noch nicht bauen. Dafür Mauern, ja, das hilft uns wenig. Aber der gute Wille ist ja schon mal da. Ich orte immer noch eine UEF-Patrouille. Zerstören Sie sie. Lisa, Ende. Ja doch. Gut Ding braucht Weile. Ich baue ja so schnell ich kann. Also zumindest Energie. Generatoren bauen wir gerade so schnell wie wir können. Naja, das werden immer mehr. So, aber ich glaube, diese Dinge haben wir jetzt ausgeschalten. Die UEF versucht sie mit U-Booten zu blockieren. Bauen Sie in Ihrer Marinefabrik eigene U-Boote. Lisa Ende. Pläne heruntergeladen. Jawohl, U-Boote. So. Mal da die erste Patrouille. Und wo ist die zweite Patrouille? Ne, die ist gerade im Bau, die U-Boote. Okay. Massegeneratoren. Ah, schau, Torpedowerfer. Gut. Stellen wir den mal zu den Werften dazu. Schaden kann's nicht. Hm. Das Schiff hat auch keinen Bock. Naja. Muss ja nicht. So, der Techniker hat nichts zum Tor. Nochmal auf die Fabrik. Und der Techniker dann mit allem fertig ist auf die andere Fabrik. Aus, liebes Boot. Kein Bock, ne? Wohl nicht. So,
und ihr wollt das patrouillieren. Sehr gut, der Commander geht jetzt auch bauen. Wir brauchen mehr Masse. Deshalb wollen wir 8 Masse-Generatoren haben. Boah. Da geht was weiter. So, aber Energie sollten wir jetzt wirklich genug haben. Wie viele U-Boote müssen wir bauen? 3? Okay. Na schön, das haben wir schon. Geht jetzt ein bisschen schleppend weiter, aber na gut. Ja, fliegertechnisch zumindest sind wir mal auf der sicheren Seite. Pläne, Operationsgebiet ausgeweitet. Jetzt, da Sie U-Boote haben, setzen Sie sie ein, um die UEF-Blockade zu zerstören. Ich kontaktiere Sie, sobald Sie es geschafft haben. Dieser Ende. Und patrouilliert sie mal los. Schicken wir 4 auf Patrouille, das sollte reichen. Schaut's da aus, das Radarsystem arbeitet. Ja, der Radius ist gut. Sonar passt da. Was will man mehr? Schon besiegt. 2 Kills. Ja. Schon gut besiegt, ja. Sehr schön. Oh, das zweite Sonars. Das zweite Torpedowerfer ist auch gleich fertig. Dann bauen wir da noch ein Luftabwehrgeschütz hin, weil es so schön ist. Dann sollte das reichen. Ah, die Torpedowerfer. Commander wird angegriffen. Wenn wir das kriegen, ist geregelt oder. Jungs? Ziel? Geht doch. Der Torpedo da, der war jetzt aber ein bisschen arg getadet. Wie geht's eigentlich unserem Commander? Ja gut, ein Torpedo da kassiert. Es wird Zeit, dass Sie die UEF angreifen. Sie haben eine Basis auf einer Insel östlich von Ihnen. Greifen Sie sie an und zerstören Sie alle Energiegeneratoren und Fabriken auf der Insel. Ich lade den Plan für die Beacon-Klasse-Fregatte auf Ihre ACU. Die Fregatte hat eine gute Reichweite, aber keine Luftabwehrfähigkeiten. Deshalb müssen Sie sie mit leichten Angriffsbooten eskortieren. Rechnen Sie damit, dass die UEF mit Abfangjägern und Bombern reagieren wird. Ich will diese Insel. Ausgeweitet. Okay, es will diese Insel. Wir werden aber speichern, generell. So, das ist jetzt Iron. Was sind die Iron? Iron? Ne, Iron. Iron 1. Pläne heruntergeladen. Ja. Den haben wir auch, sehr gut. Wir setzen nur Marinefabriken, das ist irgendwie nervig. Aha, das sieht schon. Brauchen wir ein bisschen mehr Techniker, dass das da alles schneller geht. Ja, ressourcentechnisch schaut. Ja, es geht. Es geht. Schaut zwar nicht unbedingt sehr gut aus, aber es geht. Sehr schön, 2 Fregatten sind fertig. Und die erste Fregatte scheitert schon am Torpedowerfer. Gut, dass wir Fachpersonal haben. Oh weh, Kinders. So, die Zartechniker. Dann erst einmal dahin kugeln. Die Fabriken. Jawohl. Der Techniker dahin. Der Techniker dahin. Dann bauen wir nochmal 2 Fregatten. Sollte auch reichen dann. Dann mache ich hier eine kleine Flotte zusammen. Die lassen wir dann da einfach entspannt rumpatrouillieren. Denke ich, das wird dann schon gehen. Stellen wir da mal eine Buchtverteidigung aufs Eck. Mauer drumrum und noch ein Luftabwehrgeschütz. Dann ist das gut. So, wie schaut's da aus? Der wird gebaut und zwar Vollgas. So, kann man nicht einfach das Ding da wieder entfernen?
da wieder zurück. Ich höre merkwürdige Geräusche. Vielleicht war das mein Commander. Hoffen wir es mal nicht, weil es hat nicht gesund geklungen. So, das Ding wird jetzt abgerissen. Sehr gut. Dann wollen wir mal eine schöne Patrouille da machen. Los geht's. Masse. Kriegen wir die alle her? So, ja, weil die jetzt wieder da zerlegen. Okay, die haben da alles mögliche an Fliegern. Ja, 15er, aber ehrlich gesagt relativ wenig derzeit. Ah, sehr gut, meine Fregatten schießen da schon. Ich kann eigentlich nochmal an zwei Fregatten bauen. Machen wir halt eine zweite Flotte. Sollte dabei eigentlich gut gehen. U-Boote sind im Vormarsch mit einem. Was haben wir da? Angriffsschiff? Okay. So, inzwischen ist es schon sicher genug. Jetzt können wir mit dem Commander mal darüber marschieren. Einen großen Energiegenerator haben sie da. Dann schon nochmal den Erstmasse-Extrakt dahin. Der wird dann auch gleich mal zu weit sein, dass man da was hinbauen kann. Jawohl. Wo ist der dritte? Da. Ja, lass mal erstmal einen Commander rüber tigern, die zwei bauen. Die Flotte gibt sich da eh schon das volle Programm. Also den Wasserextrakt kann auch noch keine Planung geben. Sehr gut. Ja, die Flotte reicht völlig, würde ich sagen. Ist eigentlich bis jetzt auch nicht so viel an Verteidigungszeug da. Von denen, was haben wir da? Okay, die schicken wir vielleicht ein bisschen weiter rauf. Das wird jetzt ein ziemlicher Stau da vor die Fabriken. So, der Zacker-Commander, wo man bauen kann. Könnten den Deck 2 Energiegenerator übernehmen und folgen wir zu einem. Das machen wir mal. Und eigentlich nichts. So. Ja. So, Commander ist dran und. Genau. Commander übernimmt. Sehr gut. Ich glaube, die werden da jetzt noch die restlichen Gebäude zum Hauen, ja. Auch sehr gut. Ja. Warum greift der den Energiegenerator an, den ich übernehme? Stopp. Das ist ein Scheiß. Hey! So. Keinen halben Schuss mehr. Das bringt ja auf die Dauer nichts, wenn ihr mir das hinmacht, was ihr einnehmt. Das ist ja dann irgendwie so nicht ganz dementsprechend, was da so eigentlich der Sinn dahinter war. Aber okay. Das sind halt doofe Fregatten. Fregattvogel. Immer diese Fregattvögel. Nee, nee, nee. Ja, schaut aber gut aus. Da sind wir schon gut unterwegs. Die patrouillieren da weiter. Ich sehe selbst, ja, auch das Spiel ruckelt ein bisschen, aber es könnte daran liegen, dass ich immer noch die von gestern aufgenommenen Enslave-Teile gerade encodiere. Aber es ist ja nur so eine Vermutung. Uns gestern mit dem Heider noch mal ordentliche Session geben mit Enslaved, ja. Sie haben ihr Ziel erfüllt. Vielleicht sind Sie dem Weg ein passendes Schwert. Lisa Ende. Mhm.
Ich kämpfe im Norden gegen einen erfahrenen UEF-Commander. Er hat seine südliche Flanke einem Untergebenen anvertraut. Sie werden diesen Untergebenen angreifen und besiegen, um so den Weg für meinen Hauptangriff freizumachen. Greifen Sie den UEF-Commander an und zerstören Sie die Luftabwehrtürme auf seiner Insel. Seine Position ist stark befestigt, daher rate ich von einem Frontalangriff ab. Greifen Sie seine sekundären Basen im Norden und Osten an und locken Sie seine Truppen ins freie Feld. Pläne heruntergeladen. Okay. Pläne heruntergeladen. Operationsgebiet. Wovon denn? Hä? Pläne heruntergeladen? Ja. Hä? Moment. Ich bewillige Ihnen die Luftwaffenfabrik. Nutzen Sie sie, um Abfangjäger und Bomber zu bauen. Pläne für Einheit heruntergeladen. Alles klar. Können wir da mal Luftwaffenfabrik hinstellen? Position befestigen. Ah, da steht schon eine Fregatte und das so nah. Jo, da darf man sagen, das wird nicht sehr lang halten da. Nö, da kommen jetzt die U-Boote, machen wir erst einmal das alles weg, ja. Sehr gut. Boah, die U-Boote sind aggressiv. Sehr genial. Ja, vielleicht doch. Unser Trick funktioniert. Der UEF-Commander schickt seine Lufteinheiten, um seine Marinebasis zu verteidigen. Zerstören Sie sie. Risa Ende. Jawohl, zerstören. Angriffsschiffe haben wir genug dabei. Das sollte mit den ganzen Jäger eigentlich gut zurechtkommen. Gefällt mir ein, Radar brauche ich eigentlich auch noch. Oh, 5 Techniker. Die gesamte Flotte sich jetzt mal dahin verlegt, ja. Wir jetzt nach und nach da alle Gebäude wegschießen. Sehr gut. So, was macht die Riser? Oder Rieser? Deck 3, Deck 3, was haben wir da? Luftüberlegenheitsjäger, Kanonenboote. Jo, gute Basis. Ja, Oblivions hat sie da stehen. Alles sehr solide, sehr gut. Kann man so lassen. Glaub, die Marinebasis da unten, die wird bald einmal weg sein. Der Angriff der Aeon auf die Galaxie endet heute. Ja. Die Marinebasis existiert nicht mehr. Gut gemacht. Vielleicht sind sie es wert, an meiner Seite zu kämpfen. Vor allem, das endet heute, war Fabrik weg. Ich war es nicht so recht, aber ich glaube, das Argument ist invalid. Okay. Enough said. Schicken wir jetzt nochmal 3 Bällchen drauf. Sehr schön. Der Commander wird ganz weiter tigern. Der wird da hinten jetzt Masse-Extraktoren bauen. Noch und dann gehen wir dann zur Luftfabrik zurück. So, der baut nochmal da ein Radarsystem. Das Bällchen baut da hinten ein Radarsystem. Gut. Wird aber alles zerstört, was wir sehen. Sonarsysteme. Ah, da ist ein Commander sogar. Ja, trau dir unter das Wasser, du Idiot. Oh Mann. Boah. Bist du deppert. Oh weh. Der Commander geht ein. Mit meiner halben Flotte. Ah. Ich habe eine ACU explodieren sehen. Es freut mich, dass es nicht sie waren. Lisa M. So, immer gern. Ah, cool. Die Boote haben das sogar überstanden. Nicht schlecht. Boah, Sam-Werfer. Alles gut, dass wir die Fregatten haben. Die werden da jetzt erst einmal aufräumen. Jetzt hat die ganze Deutschen rüber. Sehr gut.
Und diese kleinere Marineflotte, die lassen wir da so patrouillieren. Dann kriegen wir nämlich dieses Eck auch noch gesäubert. Oder mal wieder speichern. Eon 1. Aha. Ja, die haben da hinten gute Verteidigungen stehen. Boah, Pute ist gut. Der hat richtig geklotzt. Okay. Da fliegen schon. Ah, da fliegen schon eine Fregatte hin, ja. Sehr gut. Die schießen da schon drauf, ja, auch gut. Das heißt, die zwei Sachen, da haben wir mal unter Kontrolle. Luftverteidigungen fallen jetzt auch, ja. Luftwaffenbasis, wo soll die sein? Achso, das ist die. Ah. Jo, da geht auch schon was weiter. Ja, Wahnsinn, das Eon Abrisskommando, ja. Traut mir den grünen Kerlchen gerade zu. Okay, wenn wir da mal ein paar Bomber bauen. Bauen wir mal 10 Bomber. Okay. So. Das schaut auch schon sehr gut aus mit der Luftabwehr. 7 von 11. Wie schaut die Luftbasis da aus? Schlecht. Sehr schlecht sogar. So, da. Eine Zar. Ah, gut, das ist der von der Reza. Gott sei Dank. Also, oh, Zar, das ist dann ein bisschen. Wobei, warum eigentlich Zar? Wir spielen ja mit denen, also. Und zumindest in der Kampagne sind ja eigene Fraktionstypen immer gut gesinnt. Eigentlich. Bis auf dem Arnold, aber der ist da dann eh auf Aeon getrimmt worden. Ja. Ich kann nichts sagen, aber die Luftbasis schaut schon echt schlecht aus. Ja. Ist richtig, richtig, richtig schlecht schaut die aus, ja. Sehr schön. So, da schießen die Fregatten auf die letzten Luftabwehrgeschütze. Aber der Sam ist weg und der Style wird jetzt auch nicht mehr lang dauern. Sag ja. Der Luftabwehrturm ist ausgeschaltet. Hervorragend. Mhm. Jetzt sehen Sie, wie wir die volle Kraft der Erleuchteten demonstrieren. Risa Ende. Gerne. Unterstützen Sie die Zar. Gerne. Aber das ist aber ein bisschen arg, wenn ich die Torpedowerfer. Bist du deppert? Der hat sich eingegraben, der Commander. Die Zar schwebt da jetzt drüber, ja. In die Basis komme ich nicht rein, da kann ich tun, was ich will. Da brauche ich Deck 3 oder zumindest Deck 2 Raketen. Man kann es aber treiben. Ja, allerdings. Man kann es wirklich übertreiben. So. Ah, und jetzt kommt die Luftflotte raus. Okay. Bomber und Kanonenboote und Lüfte überlegen, Herr Zeger. Da geht jetzt was weiter, ja. Das ist aber massiv. Ah, da hinten schickt sie auch schon ein paar Kanonenboote los. Die gehen aber ein. Die ganze Luftflotte geht da eigentlich auch ein. Nicht nur eigentlich, die geht ein. So, die Zar wird jetzt ein großes Ei drauflegen, glaube ich. Auf den Guard. Ah, das Ding reißt ja auch schon eine der Verwüstung da rein. Oh weh. Gut gemacht, Ritter. Sie dürfen nach Hause zurückkehren. Yay! Das ist super. Wir haben da vorne alles gesichert und. Die ist da mit der Zar mal drüber geflogen. Hm, boah. Boah. Man kann es ja übertreiben. So, Besprechung. Erfolgreich. Ich
Ich habe den Commander der UEF vor einigen Stunden besiegt, die Sicherung des Planeten abgeschlossen. Gutachter sind bereits eingetroffen, werden kürzlich ihre Arbeit aufnehmen. Ritterin Zavis Einsatz war zufriedenstellend. Mit etwas mehr Erfahrung wird sie ein wertvoller Commander. Ja, das ist super. Und den Avatar des Krieges Markson. Sehr schön. Gut. Vergeudete Energie. Zu viel. Na ja, gut, wir haben am Anfang ein bisschen gebaut und dann den Deckzahlen-Generator übernommen. Masse schaut besser aus, wenn man mehr verbraucht. Alles gebaut. Sehr schön. Dann geht's morgen weiter bei der Mission 2, Operation 2, der Aeon-Kampagne. Dann bis morgen, Leute. Servus.